Ich habe heute ein Video für euch, bei dem es darum gehen soll, wie man günstig reisen kann. Und zwar bin ich in meinem Leben schon relativ viel herumgekommen. Also ich war schon öfter in Amerika. Ich habe in Europa wirklich schon viel entdeckt und erlebt und bin viel herumgereist. Ich war schon in Afrika. Ich habe mehrere Arten von Reisen gemacht, also Städtereisen, mehr Abenteuerreisen mit Safari und solche Dinge. Und ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, wie ich am besten und am günstigsten reise. Das erste, was ich beachte, wenn ich auf Reisen gehe, dass ich schaue, ob es möglich ist, dass ich in Nebensaisonen reise. Und zwar ist es so, wenn man natürlich über die Weihnachtszeit reist, wenn man über Ostern fliegt, eben all diese Zeiten, wo jeder frei hat, wo die Schulen frei haben, wo Kinder reisen können, da ist alles einfach am teuersten. Also wirklich, da ist alles, ich glaube, fast doppelt so teuer, als wenn ihr irgendwann reist, wann halt nicht jeder Zeit hat. Und zwar habe ich zum Beispiel meine Amerika-Reise, die ich gerade gemacht habe, jetzt, also gerade, habe ich eben im Februar gebucht, weil ich von der Uni aus im Februar Zeit hatte, aber im Februar haben normalerweise die Schulkinder bei uns nicht frei. Dementsprechend war das eben bei uns eine Nebensaison und ich bin um einiges günstiger gereist, als wenn ich zum Beispiel in den Sommerferien geflogen wäre. Also da hat mich zum Beispiel ein Flug nur, ich glaube, um die 200 Euro oder so nach New York gekostet. Ja, vor Ort war auch nicht sehr viel los, also wer schon mal in New York war zum Beispiel, ich war eben schon mal in den Sommerferien dort, darum habe ich den Vergleich. Wir sind zum Rockefeller Center gegangen und wie wir das erste Mal dort waren im Sommer, war dort eine Schlange, dass wir über eine Stunde angestanden sind und jetzt sind wir hingekommen und da war niemand. Es war absolut leer. Wir sind hingegangen, haben ein Ticket gekauft und sind raufgefahren. Dementsprechend hat man nicht nur die Vorteile, dass man eben günstig reisen kann, man hat viel mehr Möglichkeiten, seine Zeit zu nutzen, weil man einfach nicht in Schlangen dort ewig anstehen muss. Also das wäre zum Beispiel ein Tipp von mir, wenn man gerne Städtereisen macht, schauen, dass man eben in Nebensaisonen fährt. Den nächsten Tipp, den ich habe, ist, dass ihr euch kein Hotel nehmt, sondern ein Apartment. Das mache ich ganz gerne, weil man in Apartments selber kochen kann. Also natürlich, man muss eine Küche dabei haben. Und zwar erspart man sich dadurch wirklich einiges, vor allem wenn man länger auf Reisen geht. Ich meine, wenn man 2-3 Tage ist, kann man sich auch ein Hotel nehmen, ist kein Problem. Wenn man allerdings länger auf Reisen ist und ein Apartment dabei hat, kann das manchmal schon ganz gut kommen, wenn man einfach mal selber kochen kann, weil das doch um einiges günstiger ist, als wenn man wirklich jeden Tag essen geht. Und wir haben das zum Beispiel auch gemacht eben wieder, wie wir in Amerika waren, weil da waren wir ja eben länger. Da haben wir uns in Florida für eine Woche ein Apartment genommen und haben dort einfach öfter mal zu Mittag oder so uns was zum Essen gemacht und sind dann an den Strand gegangen, anstatt jedes Mal halt zum Mittag essen zu gehen und dort viel Geld auszugeben. Dementsprechend haben wir halt dadurch eigentlich relativ viel gespart, weil vor allem in Amerika das Essen sehr teuer ist. Bleiben wir beim Thema Essen. Wenn ihr in einem Hotel wohnt und eben keine Küche zur Verfügung habt, müsst ihr trotzdem nicht jedes Mal in ein Restaurant essen gehen. Ihr könnt doch einfach in einen Supermarkt gehen, euch dort irgendwas zum Essen kaufen, also sei es irgendein belegtes Brot, ein Sandwich. Es gibt ja viele kalte Sachen, die man holen kann. Es gibt in mehreren Ländern, zum Beispiel in London habe ich das oft gemacht, wie ich letztes Jahr einen Monat dort gewohnt habe, dass ich in einen Laden gegangen bin, der hat Pret a Manger geheißen. Da konnte man sich auch frisches Essen, auch warme Suppen, die relativ günstig waren, aber fast Supermarktpreise hatten, konnte man sich so als Takeaway mitnehmen. Und dann habe ich mich dort einfach irgendwo auf eine Parkbank gesetzt, an die Themse gesetzt, ich habe mich in den Park gesetzt und habe das dort irgendwo gegessen, anstatt jedes Mal in ein Restaurant zu gehen. Und dementsprechend habe ich dann statt, ich weiß nicht, vielleicht zwischen 10 und 20 Euro einfach nur 5 Euro ausgegeben für mein Essen und habe mir dadurch einiges erspart. Mein nächster Tipp wäre, dass wenn ihr euch entschieden habt, wohin reisen wollt, relativ schnell und früh bucht. Ich habe vor einigen Jahren Silvester in Hamburg verbracht und mir war schon relativ früh klar, dass ich eben dorthin fliegen möchte und dort Silvester feiern möchte. Und ich habe im, ich glaube, März oder April des Jahres schon gebucht, das heißt schon ein Dreivierteljahr vorher und habe dann für 6 Nächte in einem Top-Hotel mit Frühstück im Zentrum inklusiven Flügen, glaube ich, um die 300 Euro gezahlt, was, wer sich mit Reisen auskennt, ziemlich günstig ist, vor allem über Silvester, weil Silvester eben keine Nebensaison ist. Und dementsprechend kann ich euch wirklich nur empfehlen, schaut, dass ihr so früh wie möglich bucht, da gibt es nicht nur die meiste Auswahl noch an Hotels,
Ihr findet auch noch eben die besten Zimmer, die günstigsten Zimmer und eben auch noch die günstigeren Hotels, die am schnellsten ausgebucht sind. Und ihr findet auch noch viel mehr Flugangebote und eben verschiedene Flüge, die noch nicht ausgebucht sind, wenn ihr halt mit dem Flugzeug reist. Und ja, dementsprechend schaut, dass ihr halt so schnell wie möglich bucht, wenn ihr euch für eine Reisedestination entschieden habt. Mein nächster Tipp ist eine Website und zwar nennt sich die Groupon. Also ich blende euch die jetzt dann ein. Und auf dieser Website könnt ihr dann, wenn ihr vor Ort seid, Angebote suchen. Also ihr könnt alles Mögliche eingeben und suchen und schauen, ob ihr das, was ihr zum Beispiel jetzt die Tage mal machen wollt, irgendwo in Aktion ist oder ob es irgendein Angebot dafür gibt. Dadurch spart man eigentlich relativ viel und bekommt das gleiche Angebot nur zu einem viel günstigeren Preis. Die Webseiten, die ich immer verwende, um Flüge zu buchen, sind Skyscanner oder Checkfelix. Auf diesen Webseiten könnt ihr Flüge vergleichen. Ihr könnt auch eingeben, ob ihr zum Beispiel zu benachbarten Flughäfen fahren wollt, weil benachbarte Flughäfen, also kleinere Flughäfen zum Beispiel, kommen oft viel günstiger, als wenn ihr irgendwelche großen Hauptflughäfen anfliegt, weil dort einfach die Flughafengebühren viel weniger sind als auf den großen Flughäfen. Dann könnt ihr auf diesen Webseiten auch einstellen, dass sie euch sagen sollen, an welchen Tagen die Preise günstiger sind. Also ihr könnt plus minus 3 Tage eingeben und dann seht ihr, dass manchmal, wenn ihr einen Tag später fliegt, der Preis viel günstiger ist, als wenn ihr einen Tag vorher fliegt. Dementsprechend kann man da dann ganz gut raussuchen, an welchen Tagen man am günstigsten fliegen kann. Außerdem bieten diese Websites an, dass man einen Überblick darüber hat, wann es am besten ist zu fliegen. Also sie sagen euch zum Beispiel, heute ist kein guter Tag, um den Flug zu buchen, weil diese Website automatisch generiert und weiß, wann dieser Flug billiger wird. Also man kann auch einstellen, dass sie euch benachrichtigen. Ja, und dann sagt diese Website euch eben, sollt ihr jetzt schon buchen oder wartet lieber noch 2 Tage, weil die Website weiß, dann wird der Flug günstiger. Was man allerdings auch beachten soll, man sollte bei Flügen nicht immer nur auf den Preis schauen, weil das Problem kann manchmal sein, dass ein Flug zum Beispiel also von mir jetzt von Wien nach London durchschnittlich, würde ich sagen, 3 Stunden braucht, also ein Direktflug. Wenn ich allerdings schaue auf einen ganz günstigen Preis und damit aber dann 3 Zwischenstopps irgendwo habe, bin ich schlussendlich 15 Stunden unterwegs, zahle vielleicht 20 Euro weniger, habe aber dadurch so viel Zeit verloren, dass ich dort fix und fertig ankomme, müde bin, überhaupt nichts mehr vom Tag habe. Dementsprechend sollte man da auch das Preis-Leistungs-Verhältnis beachten. Wenn ihr dann vor Ort seid und in irgendeiner Stadt seid, zum Beispiel, wo ihr viel rumgeht oder viel rumschauen wollt, dann gibt es von Google die Möglichkeit, dass man Offline-Karten hat. Also man lädt sich vorher oder sagt vorher, wo man hin will und welche Stadt man haben will und das grenzt dann also seinen großen Bereich ein und diese Karte kann man dann die ganze Zeit offline auf seinem Handy verwenden. Dementsprechend müsstet ihr auch nichts zahlen oder irgendeine App runterladen, weil Google euch das sowieso ermöglicht, dass ihr Offline-Karten verwenden könnt. Was noch ein Tipp wäre, dass ihr beachtet, wo ihr euer Geld abhebt. Mir ist das aufgefallen, wie ich einen Monat in London gelebt habe, wo ich natürlich immer wieder mal Geld abheben musste, dass verschiedene Bankomatanbieter verschieden hohe Spesen haben. Also manche haben zum Beispiel extra Spesen verrechnet nur fürs Abheben und dann natürlich noch den Wechselkurs berechnet. Und andere haben mir nur den Wechselkurs berechnet und keine Spesen verlangt. Also ihr müsst da ein bisschen mal rumprobieren oder vielleicht rumfragen bei Banken, wie das so ist oder vielleicht auch auf der Website schauen, welche Bankomatanbieter Spesen verlangen bzw. welche Wechselkurse haben und da eben dann abgleichen, welcher Bankomatanbieter der beste ist und halt dann nur noch dort Geld abzuheben. Beziehungsweise wenn hohe Spesen anfallen, das sind oft einmalige Gebühren, also um die 3, 4 Euro, dann schaut, dass ihr zum Beispiel einen größeren Betrag abhebt, weil diese 3 Euro bleiben bei den 3 Euro und nicht alle paar Tage, wenn nicht 50 Euro oder so abhebt. Dann schaut lieber, dass ihr einmal mehr abhebt und dann eben nur einmalig diese Gebühr zahlt und dadurch spart ihr euch auch einiges an Geld. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr Einheimische dort kennt, dann fragt unbedingt nach Tipps dort. Beziehungsweise Leute, die schon dort waren, könnt ihr auch nach Tipps fragen. Also sei es, wo kann man gut essen gehen, was sollte man beachten. Oft ist es ja auch der Fall, dass man viel mit dem Taxi fahren muss und die sagen einem dann, sollte man es wirklich machen oder sollte man zum Beispiel auf bestimmte Taxen verzichten, weil es gibt ja oft verschiedene Anbieter. Oft gibt es ja auch den Anbieter Uber, den kennen bestimmt alle von euch. Und der ist in manchen Städten auch nicht günstiger als die Taxen selber.
Meine ich Taxis oder Taxen? Ja, auf jeden Fall informiert euch da, ob wirklich Uber günstiger ist oder die Taxen günstiger sind. Und ja, viele Einheimische können euch eben auch sagen, wo man versteckte Lokale hat, wo es zum Beispiel öffentliche Museen gibt, wo man hingehen kann, die an bestimmten Tagen nichts kosten oder wo tolle Ausstellungen sind. Oft gibt es irgendwo irgendwelche Food Markets, also Essensmärkte oder so große Flohmärkte oder irgendwas, was man sich anschauen kann, die jetzt nicht überall angepriesen sind, aber von denen eben Leute, die schon dort waren, die das entdeckt haben oder Einheimische wissen. Und die können euch das dann sagen, weil die kosten oft einfach gar nichts. Da kann man einfach hingehen und sich das anschauen und so spart man eben auch jede Menge Geld, anstatt dass man eben überall nur zu den Touristenattraktionen geht, die natürlich am meisten kosten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das waren jetzt alle meine Tipps, die ich zum Reisen habe. Wenn ihr noch irgendwelche habt, dann lasst mich das wissen und schreibt das unten in die Kommentare rein, weil ich bin auch immer offen für neue Tipps, weil ich reise ja selber sehr viel und bin immer dankbar, wenn mir jemand irgendwelche Erfahrungen oder Hilfe oder so geben kann. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Dann würde ich mich noch über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!